Hallöle und herzlich willkommen zur ersten Weltvorstellung bei Vimovendum. Mir wurde jetzt endlich mal seit einer langen Zeit eine Welt eingesendet und die kann ich jetzt mal vorstellen. Die ist von dem lieben Moritz, hat er in dem Formular geschrieben und der Titel ist Redstone House und dazu hat er geschrieben, viel Spaß mit meinem Redstone House und fröhlicher Smiley. Gut, dann würde ich mal sagen, fangen wir direkt an. In Mai 2.0, wahrscheinlich 2.0. Huch. Ah. Okay. Hat die im Survival gebaut? Weil ich ja hier im Survival spawne. Ah, geh weg. Ich bin mir. Ach du Scheiße. Ich bin nicht ganz schlüssig, was er hier gemacht hat. Aber ich weiß, dass ich in den Gamer 1 möchte. Danke. So, nehmen wir uns das ganze Zeug mal wieder. Vielleicht ist ja irgendwas Wichtiges dabei, was wir brauchen. Machen das Loch wieder zu, was wir aufgesprengt haben. Wollen die Welt ja nicht kaputt machen. Scheint nichts Wichtiges bei zu sein. Gut. Würde mal sagen, hier geht's los. Da vorne steht ein Command-Block. Fangen wir doch mal an. Ich war vorher noch nicht in der Welt drin. Ich habe mir die noch nicht angeguckt. Hey, das ist die Welt. Sorry, ich kann nicht so gut bauen. Deswegen ist das Haus nicht so gut geworden. Warum? Sieht doch schön aus. Schöner als die Häuser, die ich immer baue. Gut. Hier scheint er einen kleinen Brunnen gebaut zu haben. Ja. Kleiner, schöner Brunnen. Jetzt fehlen noch Microblocks, die packt man an die Fackel, aber die gibt es ja nur mit Forge, also ja, in Vanilla Minecraft. Gut, hier ist noch eine Kiste. Ah ja. Wahrscheinlich eine Hühnerfarm. Gehen wir einfach mal hier rein und fangen wir an. Hier haben wir einen Hebel. Was macht der Hebel denn? Scheinbar noch nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Ich weiß nicht, wofür der Hebel gut ist. Machen wir weiter. Wir haben eine Werkbank. Ich glaube, die verschwindet, wenn ich hier drauf drücke. Oh. Ja, gut. Oder so. Finde ich auch gut. Gut, hier haben wir eine Hühnerfarm. Wir haben mit einem Knopf. Ach, das ist der jetzt nur so wieder rauskommen. Okay. Eine Hühnerfarm mit einem Minecart wahrscheinlich, weil das Minecart hört man, das sammelt dann hier immer. Na, wann kommt das Minecart hier an, um die Eier einzusammeln? Ah, hier, das Ei ist verschwunden. So. Ah, egal, wird schon irgendwann passieren. So, dann haben wir hier einen Raum. Schlafzimmer mit. Nee, hey, wir machen ja nichts, genau. Schlafzimmer mit Büchern. Gut, oder einfach so eine Leseecke, wo man sich dann entspannt hinlegen kann, um die Bücher zu lesen. Ja, ist doch schön. Was haben wir denn hier noch? Ein Zaubertisch, wo man die Masse, nee, hier das Level des Verzauberns einstellen kann. Standard. Ein Rüstungswechsler-Dingen. Ja, das finde ich schön. Sowas mag ich immer. Haben sich hier seine Rüstung nehmen, welche haben möchte. Ah, es sind nur zwei Rüstungen. Na gut, ist ja auch egal, reicht ja an sich. Holen wir mal die Diamantenrüstung nach oben. So, hier ist der Bernd. Seiner Ecke hier. Liebe Bernd. Hier ist das kleine Sitzeck. Oh, schön, aber das gucken wir uns gleich an. Ne, hier waren wir schon. Gehen wir erstmal nach oben.
haben wir denn oben noch? Balkon. Ja, schön. Ist hier irgendwas Besonderes? Na. Scheint nicht so. Gucken wir mal weiter. Hier ist ein. Oh, das sieht auch schön aus, muss ich sagen. Hier mit dem Wasser unten drunter. So eine Art Aquarium unter dem Esstisch. Ja, das ist schön geworden. Ah ne, hier ging es nur wieder auf den Balkon. Was haben wir hier noch? Nichts. Okay. Was haben wir hier oben? Ein Pool auf dem Hausdach. Ah, und alles voll mit Barrierblöcken, damit man nicht runterfällt. Gut, dann gehen wir jetzt mal nach unten. Da bin ich jetzt ganz gespannt drauf. Schöne Treppe hier. Ah, das ist echt schön geworden, die Treppe. Die finde ich gut. Das ist gut. Vielleicht ist er hier noch nicht fertig. Ich weiß es ja nicht, aber hier ist nichts. Na, ach, Mist. Mal gucken, sollte irgendwas sein? Nö. Ich würde mal sagen, hier ist er noch nicht fertig. Wahrscheinlich wird er das noch weiter bauen, aber es sieht schön aus, ja. Fällt mir. Hatte ich einfach so, genau, das war der Hebel. Ja, was könnte man hier unten noch mit reinbauen? Ein cooleres Licht fände ich schön. Also ein interessanteres als einfach nur Glowstone an eine Decke zu hängen. Na, komm Maus, was ist? Gut, danke. Beispielsweise... Oh Gott, wenn ich jetzt noch... Ich hoffe, ich weiß noch, wie es geht, sonst... nee, es waren immer drei Blöcke und dann... kam ein Pisten hier hin, Pisten dahin. Kam auch noch hier irgendwie so einer hin. Nee, das bauen wir nicht. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das ging. Müsste ich jetzt nachgucken. Meint halt so ein Blockwechsler in den Boden, dass dann da von... Ja, wir müssen nochmal runter. Von so einem Holz hier dann so ein Glowstone rausgeschoben wird. Also wenn du das hier aufmachst, kommt dann hier ein Glowstone in den Boden. Wenn du es wieder zumachst, dann geht der Glowstone wieder weg. Das weiß ich nicht, kann in jede Ecke oder so, keine Ahnung. Kann man ganz kreativ mit sein. Müsste ich nur nachgucken, wie es gebaut wird, also oder hier noch irgendwie so einen coolen, innovativen... Ach, nee, nicht da, eben hier. Ein ganz Standard Geheimgang. Also wirklich sehr Standard hier. Ganz einfache Tür. Holzblöcke. Dann kann man hier zwei Redstone, Repeater und zack. Na, los. Kann man hier mit dem Hebel die Tür zumachen und ja auf, toll, ne? Ja, aber nicht mit dem Hebel, sondern das muss ja schon hier kreativer gemacht werden. Kann man ja beispielsweise, du hast ja hier oben Teppich. Das ist ganz gut, dass du hier Teppich hast, weil dann kann man ja beispielsweise hier, ja hier ist gut, einfach so
Wie ging das jetzt? Ach genau, ein Trichter drunter. Dann Teppich drauf, aber... Sorry, ich muss jetzt hier ein bisschen das Haus kaputt machen, um das umzusetzen, was ich mir gerade vorstelle. Ah, wir brauchen jetzt irgendwo, wo nicht mehr Gloss und runter ist. Wie groß war denn der Raum? Hier. Sehr gut. Da müssen wir dann runtergehen. Dass man dann sozusagen hier so ein Codeschloss hat. Oder man muss irgendein Item reinwerfen, damit sich die Tür da unten öffnet. Gibt's ja ganz kreative Lösungen für. Hier und dann wird geguckt. Ist das das richtige Item? Hopp. Dann kommt hier eine Redstone-Fackel hin. Dann geht die Trichterstraße, weiß ich nicht, hier so entlang weiter. So, jetzt muss ich nur noch die Tür finden, die wir gerade gebaut haben. Oh, da ist er auch schon. Tada, dann wird hier, geht das hier weiter und wenn man dann hier so durchgeht, dann kommt hier hinter noch irgendwas, irgendein großer Tresor, weiß ich nicht, ja, ein Tresor ist doch gut. Und dann wäre hier beispielsweise wieder ein, hier, hier ist besser. So ein Werfdingen im Boden. Muss mal eben hier Night Vision machen, weil es ist mir dunkel, zu dunkel hier. So, jetzt muss ich wieder die Trichterstraße von gerade finden. Dann baut man hier ganz innovativ eine tolle Trichterstraße entlang. Bis zu den Trichter hier hinten hin. Und sagt dann, wenn das hier richtig ist, möchte ich ein Signal hier haben. Das hier vorne den Kondensator auslöst. Wenn dann das Signal noch ein bisschen länger hält. Dann kann man hier irgendwo. Oh, bin ich denn jetzt? Müssen wir nochmal zu der Tür hier vorne. So, hier wäre ja dann eine Decke. Dann kommt hier ein bisschen Redstone wieder entlang. Ich habe gerade Spaß, also hier am Bauen ein bisschen, falls man das so halb merkt. Und dann wäre das gut so. Dann holt man sich hier ein schönes Blättchen Papier. Oh, neue Rezepte verfügbar, toll. Ein wundervoller Amboss und nennt das Papier mit einem Code. So, das ist jetzt unser Code. Einfach ein bisschen auf die Tastatur geschlagen. Dann werden alle Plätze aufgefüllt. Ah, gut, wenn man nicht doof ist. Warte, warum? Fackel es doch an. Hä? Das verstehe ich gerade nicht. Ist das neu in der 1.12.1? Ah, nein, es ist nicht. Ich bin nur doof.
So muss es. So, die ersten paar aufgefüllt. Hier hinten bis 18 voll machen. Und jetzt kann man das natürlich hier, hier wäre jetzt natürlich eine Wand, ne? Kann dann entweder so machen, dass hier eine Druckplatte ist, wo man draufläuft, dass dann das Item mal rauskommt, oder weiß ich nicht. Kann man auch wieder sich ganz viel ausdenken. Hier kommt dann die Codekarte. Das hier muss das Signal noch irgendwo invertiert werden. Also invertiert bedeutet andersrum, umgedreht. Dann kann man hier oben mit einem Teppich drauf und hier ist natürlich alles wunderschön zu, einsehbar. Dann kann man hier die Karte reinwerfen. Dann geht das hier auf, hat genug Zeit durchzugehen. Dann geht das gleich wieder zu. Dann kommt hier die Karte, die man sich da raussuchen kann. Gut, und jetzt braucht man noch was, um wieder rauszukommen. Weiß nicht, da macht man dann hier einen Knopf hin. Ach nee, da muss kein Knopf hin. Doof. Wie kommt man wieder hier raus? Man kommt dann wieder hier raus, indem hier hinten ein Signal hingeleitet wird, dass ich jetzt mal versuche, schnell irgendwie zu bauen. Na, nein. Weiß ich nicht. Dann kommt hier ein Knopf hin und wieder rausgehen. Ja, an die Wand kommt dann der Knopf, damit man auch wieder irgendwie hier rauskommt. Kommt hier hinten nochmal ein Verstärker hin und dann passt das. Dann wir draufklicken. Tür geht auf. Tür geht wieder zu. So, versteckter Bunker. Dann kann man das ja auch noch extra zumachen. Also, Codekarte rein. Auf. Runtergehen. Hier durchgehen, Karte nehmen, die irgendwann hier ankommen sollte. Hoffe ich. Hier stecken sie fest. Warum denn? Ah, deswegen. Und dann kann man auch wieder rausgehen. Ach so, genau. Und hier drin kann dann alles mit Eisenblöcken verkleidet werden oder ähnliches. Dann kommt hier die große heilige Bunkertruhe mit den 5 Tonnen Diamantenblöcken rein. So. Yay. Aber es ist sehr schön geworden, finde ich. Eine schöne Welt. Man könnte. Ah, ich sag schon, ich rede schon wieder zu viel hier, was man nochmal alles machen könnte. Man kann generell sehr viel machen. Nichts ist perfekt. Ah, nein. Ah, nee. Ah, das geht ja hier nicht. Ich bin auf keinem Server. Na, nee, dafür muss ich jetzt schon wieder zu viel nachdenken. Dann wird das Video zu lang. Machen wir hier einfach wieder einen Knopf hin. Das passt schon. Ist schon gut so.
Na, komm, komm, komm. Blödes Vieh. Naja, egal. Auf jeden Fall sehr schöne Welt, finde ich. Das Haus gar nicht so hässlich. Also zumindest von außen nicht. Klar, von innen kann man noch ein bisschen verbessern, aber wüsste ich jetzt auch nicht wie, weil ich kann selbst nur Scheiße bauen. Ich finde, das ist eine schöne Welt. Hast du gut gemacht, Moritz. Hier noch ein bisschen ein paar Blumen hin. So. Weiß ja nicht, baust du noch hier dran weiter? Oder hast du schon was Neues angefangen? Weiß ich ja nicht. Ich würde hier dran noch weiterbauen und immer mehr Ideen irgendwie einfallen lassen. Also du baust irgendwas anderes oder so oder hast keine Zeit. Find sowas immer schön. Gut, dann wär's das mit dieser Folge auch schon gewesen. Bald kommt noch eine Welteinsendungsfolge, weil ich von noch jemandem eine Welt bekommen habe. Mal gucken, was er so gebaut hat. Und damit tschüss und auf Wiedersehen.